Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Max Payne 3. Wie wir sehen können, wir wollen in diesem Kapitel, Level oder was auch immer, die goldene M500 sammeln. Und brauchen noch einen Teil für die goldene 1911. Und drei Hinweise gibt es zu finden. Also halt schade, dass man... Nein, nicht neu starten. Dass ich jetzt alle Sachen nicht erledigen kann. Hier bei dem Ding beispielsweise habe ich leider einen Teil nicht gehabt. Schade. Ich hätte das gerne noch gesammelt, das eine Ding vor dem hier. Ne, nur das hatte ich ja nicht gehabt. Ah, ist halt schade, dass ich das jetzt nicht gefunden habe, das eine Teil. Aber ja, gut. I know he brought a fucking army down here, but there ain't much left of it. Tony's gone, TJ, Vincent. It sounds like a war up there. You better throw some guys at this, or it's all for nothing. Warum muss ich das jetzt nochmal machen? Na gut. Mal sehen, ob ich die Teile nochmal einsammeln muss. Ne, zwei von drei Teilen, also klar. Ich dachte halt, das alte gespeichert, das wollte ich noch wissen. Where's those lightning reflexes? Die, fucking fuck! Stay cool, you might survive! The bar held a lot of memories for me, most of them fuzzy. War nicht noch irgendwie hier ein Heilpäckchen dabei gewesen? Irgendwie war doch noch eine Heilung hier in dem Gebäude, in der Kneipe. Kann mich dran erinnern, war irgendwo noch was zum Heilen. But that night made me wish for any one of those. Ach, hier. It ain't often you get nostalgic for getting your ass kicked by six sailors on shore leave. I know he brought a fucking army down here, but there ain't much left. You shit! Fuck these guys! Heb mich auf! A grave, most like. Hebst du mich vielleicht mal auf? Muss mich alleine hier rumwühlen am Boden? Naja. Du willst ein Kumpel sein. Merke ich ja nicht viel davon. Kumpels hätten mich aufgehoben. Aber nein! Du nicht! Du bist kein Kumpel von mich. Lässt mich hier einfach liegen. Und ich lieg wieder auf dem Fußboden. Time to see what's waiting outside for us. Well, it ain't gonna be a warm cup of milk and a blowjob. Hidden away for a rainy day. Auf mich wartet keine warme Milch und kein Blowjob. Also, das ist wirklich nicht schön von dir. Du bist wirklich kein Kumpel. Ich glaube, wir sollten getrennte Wege gehen. Tut mir leid, Freund. The only way my first du bist nicht mein Bro. Could have gone any worse was if he turned a gun on me along with everyone else. I should have realized partnerships start as they mean to go on. You got me into this shit. Come on. Ach, hier sieht's aus hier unten. I still didn't remember having met Passos before.
But then again, I didn't have any friends left from those days, and I didn't remember most nights after 6 p.m. Keep moving! Jetzt nicht, Kumpel. Bro. Ich erkunde die Gegend. I've seen some good times. If by good times you meant a free and candid exchange of STDs and stepped on cocaine. You're out of shape, homie! Ich weiß, aber ich suche im Moment noch ein goldenes Waffenteil. Ah. Erste Hilfe Kasten. We could go out the service entrance. Was haben wir denn hier in dieser seltsamen Küche eigentlich? Ist alles zugebaut, sieht ein bisschen sehr unappetitlich aus. Der Tisch auch. Das Essen auch. Das Essen liegt einfach nur auf dem Tisch. Nicht sehr hygienisch, der Tisch ist nicht abgewischt. Alles sehr, sehr dreckig. If we followed the exit signs, we might be all right. Der Hamburger sieht okay aus. Ah, der Grill geht auch noch. Das sieht nicht gut aus. Ich würde sagen, ihr werdet wahrscheinlich in Deutschland keine Lizenz bekommen hier. Wenn das hier, da sind noch die Fritten drin, aber kein Öl mehr. Die Fritten liegen auf dem Boden. Ihr werdet wahrscheinlich beim Gesundheitsamt wahrscheinlich durchkommen. Nicht durchkommen. Halt's Maul, wenn ich ja rede. Du hältst die Klappe, wenn ich hier was sage. Man wird wahrscheinlich hier mit dem Laden nicht durch die Prüfung kommen. Das ist ja schon ewig eingeweicht hier, das Ganze. Hallo. Enough, move. Ich bewege mich doch gleich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach, das sieht nicht schlecht aus. Das Bild hatten wir schon mal anders gehabt hier. And you can't afford a slack, Holmes. Offensichtlich können wir uns das schon leisten. Nein, ich wollte da nicht durch. Ich hasse es, wenn ich da nicht mal zurückgehen kann. Nein! Bin ich tot? Wahrscheinlich. Dann fall ein bisschen schneller, komm. Tot. I told you to stop. We're fine. What do you mean we're fine? Come on, huh? Fuck you! Es ist klar, ich komme natürlich nicht mehr rein. Ich habe alle Teile! Gut, jetzt habe ich das, was ich wollte. Mein Frendo wird schon hier durch klarkommen. Frendo. I thought about saying the cops, but this was no time for bad jokes. Ah, jetzt sieht wieder die Gegend aus wie bei Max Payne 1 und 2. Ach, das gefällt mir. Nur halt in modernerer Optik. Das gefällt mir wirklich. Rückblicke, das machen wir mal, wieder hier ist sozusagen.
Das ist schön nicht schlecht. Naja, nicht viel Munition, aber ein bisschen was. Kumpel, ich bin gleich da. Du sollst die Waffe nehmen, verdammt nochmal. Ach, ich weiß auch nicht, irgendwie. You ain't gonna make this easy for us, are they? Stay over here, cover me. Yes, sir. He could have been setting me up for a fall. Something told me to stay put and trust him. There he was, back in amongst it to help me out of a jam. Oh, kann Autos in die Luft sprengen. Gut zu wissen. You alright? Yeah, I'm good. Alright? Yeah, I'm good. I live right around the corner. Let's go this way. Let's go, man. The bar was right around the corner from my apartment. It only took a few minutes to get back. Hier sieht's aus. It's a nice place you got here, homie. Thanks for noticing. Why are you living like this? Like what? You know, scratching around? Sitting in bars all day? Maybe I just haven't found the right guy to put a bullet through my head yet. I just don't know. I can get you work, Max. Work that only a guy like you can do. Can you give me work sitting in a bar feeling sorry for myself? Where do I sign up? Saúde. Gesundheit. You were the best guy in the academy. And you won medals on the street. Hey, I lost loved ones on the street. Right? Family. More than once. Yeah, I know. So leave. Start over. You've mourned enough. I ain't a cop no more. And this ain't cop work. This is protecting people in places where the cops ain't too hot. No thanks, pal. I just better lay low for a while. You, I want on the roof. You, I want on every doorway. And you guys. Jetzt kommt der Boss, dem die Stadt gehört. About that plan. I'm coming after you, you motherfucking murdering bastard! Who's that? Anthony DeMarco. He's the father of the kid I just shot. Yeah, that looks about right. Ich glaube, er ist wütend. You killed my only son. We gotta get out of here now. Are you not inviting these guys in? When had I ever needed to invite trouble in? It always found me, no matter where I hid. Mr. Spaghetti ist wütend. Mr. Spaghetti hat auch Scharfschützen. Fuck you! You bastard! So long, sucker. I got him. Just cover my ass. All right, Paisan, I got you. Kommt die jetzt her? Nee. Gibt's noch vielleicht was zu mitnehmen hier drin? Natürlich, liegt was. Das nochmal Medizin. Might make the pain of leaving somewhat easier. Ach, du sollst das nicht wegwerfen, verdammt. I guess I thought if I was gonna be shot in the face in here,
it would probably be me pulling the trigger. Also hier in dieses Board möchte ich aber nicht reingehen. Zumindest das Scheißhaus ist eigentlich irgendwo sauber. Trotzdem, hier ist schon der Schimmel. Kommt schon durch. Ach so, alles ziemlich runtergekommen, abgefragt. Nein! Ich glaube, hier möchte ich nicht leben. Ich habe irgendwie nicht so Lust, hier leben zu wollen. Abzeichen untersuchen. This old guy, my days of playing dress up were over. I wasn't some gallant knight. I didn't need a shield. Max NYPD Abzeichen untersucht. Erstmal überall Alkohol. Ansonsten welches Essen. Ventilator. Ach, hat so eine Couch, die er ausziehen kann. Das ist sein Bett. Eine Couch zum Ausziehen, naja. So, den haben wir erwischt. Können wir nicht irgendwie hier die Vorhänge zumachen oder so? Oh, ich bin tot. Ich wollte nämlich die Schützen dort alle abknallen. Habe ich noch erwischt, den Kerl? Na, das sieht so aus. Na komm, Selbstmitleid bringt nichts, Max. I didn't have a fancy green light on my gun, just a stubborn desire to stop those thugs from having their way. I hadn't wanted to live so bad in years. Ich glaube, die sind alle tot. Das sieht mal so aus. Guten Tag und danke sehr. Shh, my boy. Don't be afraid of the fires. You think they'll hurt you? You think they'll char your skin and char your bones? But it'll make you clean in the long run. Uh-huh. The joys of hygiene. Danke sehr, seltsamer Mensch. Come to me, you sinners, you evil men. You were born and built in squalor, but today you will be cleansed. Oh, cleansed in fire. No, no, no. Na, der hat da hinter sich, der Kerl. It was hard seeing Brewer go out like that, but I got to thinking. It was what he was waiting for, a chance to make a difference. At least that's what helps me sleep at night. The apartment made me wish I'd got to know him better. Looked like he was keeping an eye on me.
Must have thought we were kindred spirits. More and more, I think he was right. Hat er also Zeitungsausschnitte von uns geholt, die er gesammelt hat? Ach du großer Gott. Da, wie er mich Ermittlungen gemacht, wo er Hinweise überhin geschrieben hat. Das hatten wir ja schon, ich dachte, es wäre was anderes. Ich will ja nichts sagen, aber das ist irgendwie unsere Wohnung ja noch sehr schön dagegen. It made for interesting reading. If I'd been given a few more years looking into the bottom of a glass, I might have been on the same page. Ach ja, Sprengstoff, der Kerl. Sieh mal, der Kerl hat also sich selbst hier seinen Sprengstoff gemacht, gebaut. Ach, Captain Baseball Bad Boy. Adventures of Captain Baseball Bat Boy, episode 203. We join our hero on a date at the arcade with Bicycle Helmet Girl. Yeah, we're not on a date. We join our hero on a top secret training mission. That's more like it. When, in the blink of an eye, the trickster Sussy appears and grabs Bicycle Helmet Girl. Help me, Baseball Bat. I'll save you. Base is loaded. Here's the windup and the pitch. Then, suddenly, the trickster Sassy presents his latest evil trick, a devilish aging ray. Oh, no, Triple B. Don't get unnaturally old before your time. Don't worry, Bicycle Helmet Girl. I'll never get old. Oh, drat. I got old. Hit a grand slam and save me, Triple B. Oh, gee willikers! How will our hero hit a home run when he can't even run the bases anymore? What will he do next? Macht ein Schläfchen. In the next episode of The Adventures of Captain Baseball Bat Boy! Hippos get hungry in the middle of the night. Good thing Hippo's Hamburgers is open 24 hours. Try the Hippo Family Pack. Keep those little hippos fat. Ich find das geil. Das war geil. Oh, ach, Pizza. Hier ist noch... Ach, Salami-Pizza. Ah, also hier sieht's eigentlich nicht so schön aus. Na so, dein Auge schon verloren. Rent was gonna have to be lowered in the building. That was something the tenants committee could thank me for. War das nicht hier der Boss gewesen, der uns umlegen wollte? The place should have been knocked down years before, but my lease turned out to be the order of demolition. Ja, jetzt können sie die Hütte wirklich abreißen. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal so unrecht, Max. Passos was up ahead somewhere. I didn't know if he'd run from the angry hit squad or my bad housekeeping. Sieht man, hier liegt ein Kopf, hier liegt ein Unterkörper, hier liegt noch ein Stück, hier liegt ein halber Mensch. Also das war bei Max Payne 1 und 2 nicht. Bei Max Payne 1 und 2 waren, sag ich mal, solche Sachen nicht dabei gewesen, dass hier Leute halbiert wurden und sowas. In der Hinsicht ist das schon brutaler. Up and out.
scramble away from what's left of your life over dead bodies and a few loose roof tiles. If I'd thought things through, I may have sat down and let myself burn right there. Nein, wir lassen uns hier nicht verbrennen. Ah. Teil 1 von 3. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Vielleicht nochmal so eine goldene Waffe gefunden, auch so ein Teil davon zumindest. Ja, es fällt alles zusammen da unten. Jetzt brennt die Bude. Ich weiß auch, jedes Apartment, wo wir wohnen, wird angegriffen und dann entweder verlassen wir es oder es brennt und explodiert. Ich weiß nicht, also Max hat irgendwie kein Glück dabei. Okay, so fucking kill him! Mach's gut, du Trottel. I see you, bro. Alle tot? Alle tot. Ach, du sollst dich doch nicht wegwerfen, verdammt. Ich frage mich, wie wäre es gewesen, wenn Max Payne 1 und 2 auch schon so ausgesehen hätten wie hier? Man hätte halt das Setting auch weiter gehabt mit New York. Ah, sieht schon halt nicht schlecht aus hier. Gefällt mir. Ach, schade, dass man hier keine Menschen rumlaufen sieht. Keine Zivilisten. Ich meine, ich will ja keine töten, aber einfach nur, dass man auch welche hat, die rumlaufen. Nein, nicht kill you. Ihr harten Hunde, ihr. Moment, sehe ich niemanden. Gut, hier müssen wir sicherlich weiter. Ich will erstmal die Stadt ein bisschen ansehen. Oh. Sehen, vielleicht gibt es hier hinten noch irgendwie ein bisschen Heilung oder Munition für mich. Ah, wir nehmen jetzt. Nein. Komme ich hier rein?
jetzt aussieht, ob ich da rein könnte. Ah, natürlich nicht. Boah, hätte ja sein können. Ich könnte da reingehen. Egal, ich werde die Folge an der Stelle erstmal beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und könnt auch mal gerne bei Twitter und Facebook und Discord vorbeischauen. Und in der nächsten Folge werden wir weiter über Häuserdächer schlendern und den Abscham dieser Stadt über den Jordan schicken. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.